So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind alle gespannt, glaube ich. Also, wirklich nicht. Also, weiß doch, ich ja? bin gespannt, wie viel, was ihr was, so macht. Was weil denn jetzt da? Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Was da jetzt im Hintergrund ist. Okay. So, ich werde jetzt erstmal. Die Mittelalter-Sachen. Ich bin erstmal interessiert, ob man hier auch. Ne, hier kann man auch nicht weiter. Okay, die Mittelalter-Sachen. Ja, dass die auch überhaupt gar nicht so irgendwie komisch findet oder so, wo sie jetzt ist. Ja. Soll ich hier mal alles kommen, ganz schnell. Ohne dass ich noch was überspringe. So. Ich hoffe, es gibt wirklich keine Bugs mehr. Ich hab, dank Beta-Tester Tomo. Drei Fehler beseitigen können, noch bevor ihr es wisst. Angel of Darkness. Damit ihr nicht auf den Wänden laufen könnt. Oh, das war Angel. Schon gut. Angel die Tür sieht Darkness. Komisch aus, es wird in der Luft schweben. Ja, das ist der Schatten, aber. Och. Du darfst. Ja, danke. Ich glaube, To Acquire wird mit CQ geschrieben, nur mal so. Hab ich das nicht geschrieben? Nee. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das hier grammatikalisch Sinn macht, aber. To Acquire One's Need. One shall bring light to the darkness. Mhm. Okay. Aber. Licht ins Dunkle bringen. Aber hier ist auch keine Fackel, ne? Also kann man den Engel irgendwie in den Angel of Light verwandeln vielleicht? Wahrscheinlich, aber hier ist auch gar keine Möglichkeit einer Fackel. Was haben wir denn hier? Stimmt, die Fackel. Da war doch irgendwie die Fackel, kann man war, nicht weiß, die ja. Fackel ist an, obwohl sie eigentlich aus war oder so in irgendeinem Raum war. Ja, das war nämlich in dem quasi Parallelraum hier, meine ich. Vielleicht bringt das jetzt was. Vielleicht wurde ich im Parallelraum ja die Parallelplatz anscheinend. Ja. Super, gute Idee. One shall bring light to darkness. Ist mit dem Licht Fackel gemeint. Oh, können wir die jetzt hinbringen? Das wäre richtig. Ja. Okay. Ich gucke mal gerne wieder, weil ich habe, wenn ich ein RPG-Maker-Spiel mache, ist das nur halb so wie das, was hier bisher ist. Steht in der eine Fackel. Okay. Mein treuer Beta-Tester hatte erstmal versucht, irgendwas mit der Statue Angel of Light hier zu machen. Ja. Und hat dann nur noch, weil er dann noch mal alles angesprochen hat, die Fackel wieder entdeckt. Aber was passiert hier? Wow! Ich darf nicht flüstern. Oh, ich wüsste. Und wofür ist der? Ah, wo oben rechts? Quasi, wo noch die drei weiteren Räume waren. Da konnte man nämlich in den zweiten Teil des Flurs. Also quasi. Hier bei 10, 9, 6, da konnte man ja nicht nach rechts rein. Wir sind ja oben und dann war Schluss. Okay. Also, ja. Dann würde ich sagen, da gehen wir als nächstes hin. Wieso habe ich die Küche so hingestellt? Das ist so schwer zu. Das ist so nervig. Oh, oh nö. Ein Monster. Warte. Naja, danach kommt sieht eigentlich aus. Verspeichern. Ich glaube, das ist, ach ja, kannst du auch gut speichern. Ja. Ja, ich speichere mal ganz kurz, aber wir sollten noch genug. Ja, danach können wir ja uns heilen, wenn wir wollen. Dann genau. O2. Oh Gott. Was hast du mit Magie? Komm, probieren wir mal aus. Heilung. Flut der Urzeit. Flut ist eigentlich. Oh, boah, guck mal hier, für 20 Magiepunkte. Guck mal, das kostet 50 Magiepunkte. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir? Genau. 90. Wollen wir erstmal normal oder wollen wir es einmal probieren? Ich meine, wir können es danach eh wieder heilen. Wir können es probieren. Einfach mal sehen, was passiert bei Flut der Urzeit. Oh, mit dem A an. Ja. Okay. Schon mächtig, aber jetzt haben wir nicht mehr genug Punkte. Aber naja, den kriegen wir jetzt auch noch hin. Ja. Ja, doch. Ich wollte halt nur mal sehen, was bei Flut der Urzeit passiert. Ja. Das kann man für einen Notfall gut nehmen. Ja. Nee, okay, dann würde ich sagen, ja, 6 Euro, ja. Super. Dann mach heilen. Ach, stimmt, das kostet ja, hab ich fast vergessen. Ja, aber wir haben ja genug. Dann spreche ich jetzt nochmal danach. Ja. Heilen! Ich bin auch immer sehr vorsichtig. Auch immer, wenn ich Pokémon gespielt habe, auch immer nach vor und nach jedem Kampf immer speichern. Warte, hier kann man noch nicht kommen. Hab ich schon angesprochen? Ah. Ah, gut, das kann ich. Wow. Okay. Also, ich hoffe, ihr hört die Musik gut, weil das ist echt eine coole Atmosphäre hier gerade. Vor allem, weil es so toll Musik auch ist und so. Ja, ja. Ich glaube, du solltest es nicht so laut machen, Zimmer. Ich wollte nur mal ganz kurz, damit man es dann besser hört. Der Sound wird ja. Okay. Der Sound wird hast ja du angesprochen? Ja. Das ist bestimmt ein Monster. Ja. Du sagst, wie du willst, aber ich anscheinend will es ja nicht spielen. Nee, ich muss nicht. Okay.
Junges. Oh nein. Das sind überall diese wundervollen RPG-Maker-Grafiken und dann kommt ein Pixelhaufen, ne? Ich habe wirklich versucht, das Schönste zu machen. Ich bin der Laternenspuk. Sorge für Licht in dieser Welt. Oh, pinkes Licht. Stylisch. Er hat ein Gesicht gekriegt in seinem Sprite. Oh, ja, stimmt. Du siehst verloren aus. Verloren wie eine. Verlorene Seele. Ich kann diese Sachen nicht mit einer ernsthaften Synchronisation vorlesen, um mich tot zu lachen. Verloren wie eine verlorene Seele. Aber bei einer bewegenden Statue gruselt ihr euch zu Tode. Okay. Ja, gut, das ist auch nicht. Guck mal, wir verschwinden schon bald. Man sieht unsere Haare schon gar nicht. Hast Angst im Dunkeln, aber fühlst dich in diesem Licht auch nicht wohl. Nee, das Licht ist schrecklich. Aber du kannst mich nicht ausblasen. Ich renne seit ewigen Zeiten und werde es immer tun. Aber du bist trotzdem gut zur Synchronisation. Ja, sehr gut. Ich gebe mein Bestes. Hilfe. Du bist ängstlich. Du willst weg von hier. Ich werde dich nicht lassen. Hilfe. Oh oh. Okay. Okay. Wir machen den Laternenspuk fertig. Aber erstmal normal, würde ich sagen. Oh, 300. Vielleicht doch Magie. Wir können es mit Magie versuchen. Wollen wir einmal mit Magie anfangen? Okay. Gucken, wie viel Schaden das macht. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Schlecht. Okay. Wir könnten theoretisch sogar nochmal rennen. Stimmt, wir hatten ja eben Level Up, ne? Aber vielleicht erstmal angreifen. Ich habe immer so. So als Reserve. Ich denke mir immer so, nachher heilt er sich wieder. Du kannst ja wirklich kämpfen. Aber ich werde nicht erlöschen. Du machst zu viele Sachen, wo ich gar nicht wusste, dass das in den RPG Maker geht. Wow. Meinst du sowas? Ja. Wow. Siehst du? Ach, siehst du? Ich hab es gewusst. Oh, aber ich will trotzdem erstmal noch einen Angriff noch machen. Einmal. Oder? Ja, wie gesagt, die Musik kann etwas lauter werden an manchen Stellen. Unser Leben ist auch nicht mehr das Höchste, ne? Einmal. Ja, wir haben aber noch einen Gegenstand. Wir können ja, noch einen Apfel, ne? Damit heilen. Ja, kann ich mal so. Wow. Magie. Mach diese Flut der Dings da. Genau. Der Uhrzeit. Ja. Jetzt haben wir einen. Nein! Aber trotzdem sollte das sein. Ja. Oh. Ja. Ja. 20 Euro. Und ihr hättet auch natürlich daneben treffen können. Das, ja, stimmt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Nicht so schön gewesen. Okay. Das ist 4. Glänzender Apfel. Ich würde sagen, ja, gut. Level 3, Angriffsboost. Sehr gut. Ich würde aber sagen, wir heilen uns gleich nochmal, bevor wir weitergehen. Ja. An dieser Statue. Wir haben ja jetzt wieder ganz viel Geld gefunden. Ich speichere mal, bevor ich da reingehe. Ich weiß, sehr ängstlich, aber... Wir haben jetzt ja wieder genug Geld und 5 Euro, das geht schon. Ja. Super. Im Nachhinein fallen mir immer wieder Dinge auf, die ich verbessern könnte. Dass nicht jedes Mal, wenn man sich heilen möchte, ist ein nerviger Spruch da. Oh! Ach, guck mal, die Lichter sind weg. Schau mal. Ach, das waren die Räume. Genau. Kannst du das gucken und danach das Fenster angucken? Und dann gucke ich erstmal, wofür der Schlüssel war überhaupt, den wir gefunden haben. Ich gucke erstmal das Fenster. Welch ein grelles Licht. Was ist dahinter? Na gut, wollen wir mal gucken. Missionen. Ja, nicht ganz. Fast. Stände. Für die Toilette. Okay, ich gucke jetzt den goldenen Apfel und so an. Okay, Toilette 5, ganz oben links. Da ist ein Apfel, ja. Viel Apfel. Wie der goldene Apfel, ne? Außer einem gewissen anderen Spiel. Aus welchem gewissen anderen Spiel? Ach, die können auch so. Oh Gott, jetzt müssen wir uns einmal gefasst machen auf Gegner. Okay.
Es gibt keinen Fluchtbutton vor allem, ne? Ja. Doch, also es ist leider blöd in RPG Maker. Wenn ihr X drückt, hier, ja, dann habt ihr ausnahmsweise Kampf. Ach so. Aber wir kriegen. Wollen wir doch mal trainieren, ja, ne? Solange es nicht ganz kritisch wird, das können wir. Das ist ja jetzt kein Spiel, bisher ist also kein Spiel im Kampf. Nee. Die kann man ja two-hitten. Das stimmt. Noch ist keine der Musik. Ist kein einziger Track rangekommen, den ich selbst geschrieben habe. Komm, Junge, XP 6 Euro. Musik ist ja von einem gewissen. Von einer gewissen Person, die in den Credits zu. Und selbst wenn wir jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel haben, ist schon ein super Spiel, muss ich gleich mal sagen. Das gefällt mir jetzt schon. So. Wie geht's? Wow, was für eine Trennung da. Ich hatte keine Lust, zwei Toiletten zu machen. Aber wieso haben die armen Mädchen nur ein Klo? Okay, falsch. Sag bloß, das ist eine Reihenfolge oder so. Warte, links ist. Ja, okay, wahrscheinlich jetzt wieder von vorne. Oder? Jo. Sehr gut. Oh mein Gott, mein Beta-Tester. Ich könnte auch eigentlich gleich Tomo sagen. Tomo hat so ewig gebraucht, dieses Rätsel rauszufinden, weil er einfach nicht gedacht hat, dass man die Reihenfolge finden muss. Okay, das ging jetzt nicht voll schnell, aber ich hoffe. Ich finde es einfach so genial, wie ich das so schön spiele. Ich habe nicht mal eine Wahl gelassen. Na gut. Okay, also wenn hier draus Wasser kommt, will ich nicht, ne? nicht warte doch. Oh, Moment, ja, genau. Ja. Das ist dann der zweite Zettel, weil da ist das komische 2. Nee, oder? Oder ist es der siebte Zettel mit der 2 drauf? Oder so rum, keine Ahnung. Wie du es gesagt hast, macht schon Sinn. Ja, weil wir eben auch diese Reihenfolge weitestgehend vorgegeben haben, ne? Zettel Nummer 7. Zwei. Okay. Kann das mal jemand notieren? Ja. Wow! Was ist jetzt der Nachteil? Keiner. Okay, aber geil. Ist noch mehr drin? Oh, schade. Schön mich gemacht. Der Toilette. Na gut. Dann links, ne? Ist das ein Portal, oder? Wow, was ist das denn? Ja, wir sehen, ob ich hier eingreifen. Erstmal ganz kurz. Venti. Das erinnert mich an Rune Factory. Da gibt es nämlich auch einen Drachen, der ist Venti. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, du kannst wir haben ja die Blindheit. Wir haben ja die Blindheit. Na gut, das habe ich getroffen. Mal gucken. Habe ich wieder... Oh. Das kann ganz schwierig werden, wenn man da nicht viel trifft. Boah, Glück. Ja. Ja, Nova. Gleich mal gucken, was das macht. Guck mal, das ist ein anderer Fall. Ja. Warte, sollen wir erstmal heilen gehen? Vielleicht? Oder erstmal speichern. Ja. Wollen wir heilen? Heilen gehen. Ja, komm. Weil die Items würde ich für Notfall aufheben. Ihr könnt euch doch auch am Waschbecken heilen. Lass mal. Na komm, wir haben so viel Geld. Ich weiß ja nicht, ob man das nachher noch braucht, aber... Ja, aber die Items könnte man nachher auch brauchen. Im Kampf. Eher als die... Ja, als das Geld, das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass du mit im Kampf mit Geld um dich schmeißen musst. Wo sieht das aus? Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich sagen. Das aber müsste man ja unbedingt was haben. Ein Schlüssel. Wo ist es? Aber ich warte mal. Sprech jetzt mal die Tor. Macht nichts. Kannst du weiter noch vorgehen, oder... Nee, hier ist Schluss. Okay. Okay. Oh Gott, 3 Gegner. Oh je. Guck mal, was Nova. Genau, was ist das? Kann man damit vielleicht mehrere an? Ach, wir haben ja Angriffsbuchstaben. Kräftige Schuss, ja. Treffen alle Gegner. 65 Mal Gegner. Probier's aus. Oder warte. Erst Angriffsbuch. Guck mal, was der Angriff. Und magischer Angriff. Lass erst Angriffsboost machen. Nächste Runde dann mach noch. Ja, komm, mach mal. Weil wir haben genug. Achso, das ist ja auch für uns, genau. Wollte ich sagen. Müssen wir 2 jetzt einstecken? Ja, das hält sich noch in Ordnung. Ich habe keinen Spieler gesehen bisher, der zu diesem Zeitpunkt schon Wat Nova gelernt hatte. So. Weil irgendwie alle auf keinen Wenderin-Pulver gestoßen sind. Oh ja, das war eine sehr gute Strategie.
Den können wir jetzt mit einem normalen Angriff machen. Wir haben ja immer noch immer den Angriffsboost. Falls er nur ja, der geht noch. Ja. Und wir gehen ja eh raus, dann können wir nochmal Apfel. Oh, zwei Feuer. Äpfel. Super. Und dann kannst du gleich gucken, wofür der Schlüssel ist. Und dann muss ich gleich leider wieder. Du willst wieder auch sagen, aber ich muss gleich leider wieder. Dann starten. Aber erst den Schlüssel angucken. Genau, jetzt gucken wir noch. Was macht der? Chemieraum. Schau mal, wo was der er macht. Genau. Was ein Schlüssel macht, ja. Glaube ich, ist klar. Ich glaube, er öffnet Schlüssel. 6, okay, der hinterste. Ganz rechts. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge. Ja, ich mag nicht so lange Parts, von daher. Bis bald. Okay, den Chemieraum gucken wir uns noch an. Du machst es dir so umständlich. Wir hätten auch an einem alles aufnehmen können. Sache, das mag ich nicht. Das mag er doch nicht. Ja. Oh. Oh. Ist das vielleicht der Abschluss der Fall? Oh. Ja. Mal gucken. Wir können jetzt gucken, was er hat. Ja. Nix? Ja, voll. Achso. Ah, doch. Ah. Wir haben Apfel. Schauen wir mal, drei. Schauen wir mal, was die Trauben sind. Der Traum war MP. Mhm. Eigentlich nicht, oder? Aktuell noch nicht, ne? Ja. Nein. No. Tja. Okay. Oh Gott, so richtiger verranster Chemieraum. So richtig, wie sich das gehört. Ja. So wie sich das gehört. Eine Kiste. Ist die auch wieder größer? Ja, die kann ich nicht ansprechen. Okay. Hier kurz im Hintergrund, warum ich auch das nicht mag, Eis an einem Stück aufzunehmen. Ja. Also, weil ich mache mit MP4 und wenn dann irgendwas weg ist, dann ist die komplette Aufnahme weg. Und wenn ich dann einen Apfel habe, dann sind die auf jeden Fall noch da. Von daher. Mhm. Nicht böse, ist ein Apfel. Und der sieht doch gut aus. Um genau zu sein, er glänzt sogar. Oh, ein glänzender Apfel. Cool. Aus dem Mülleimer. Jo. Regel 1, das Notfalltelefon steht jederzeit für Notfälle zur Verfügung. Achso, da sind wir im Chemieraum, genau. Was daneben? Das war's. Ach, daneben, genau. Eine schwarze Lampe. Merken wir uns wieder. Eine schwarze Lampe. Vielleicht hat die irgendwas zu bedeuten. Ja, genau wie die Fackel eben, ne? In der Feuerlöcher. Der macht nichts. Warte, da oben der Tresor und das. Ja, stimmt, das habe ich noch nicht. Das war noch nicht mehr. Hier ist nix. Verschlossen. Das Chemie-Set vielleicht? Ja. Heilungstränke. Oh, cool. Ja. Was haben wir jetzt für Heilungstränke bekommen? Gegenstände. Trank. Chill, MP und Happy. Boah, wir sind echt gut ausgerüstet für Kämpfe. Ja, wenn man gar nichts braucht. Ja. Das kommt noch. Tja, jetzt mach's aber, damit wir gleich in Ruhe weiter können, den Chemieraum erkunden können. Ja, wir erkunden den Chemieraum, wie gesagt, und sind gespannt, wie es weitergeht. Ich vor allem. Bis dann. Ja. Tschüss.